So ausgehend von dem Rahmen, den wir jetzt im letzten Teil zu diesem Thema besprochen haben oder eingeführt haben, können wir uns jetzt anschauen, welche einzelnen Aktivitäten oder Aktivitätsbündel, Aktivitätsphasen denn im Rahmen des Geschäftsprozessmanagement zu berücksichtigen sind, notwendig sind, bevor wir dann im nächsten Thema da genauer drauf eingehen. Wir haben jetzt lange davon gesprochen, dass diese Modellbildung, diese Modellstrukturierung, die hier passiert, von ganz unterschiedlichen Einflussfaktoren beeinflusst wird. Das heißt, hier kommen die Sprachen, die Unterstützungskonzepte, die Key Performance Indicators, die geänderten Rahmenbedingungen durch die steigende IT-Durchdringung unserer organisationalen Abläufe ins Spiel. Es kommt ins Spiel, dass die handelnden Personen unterschiedliche Sichtweisen haben. Die Frage ist nun, wie bringen wir das alles im Rahmen dieser Strukturierung und Modellbildung denn zusammen? Und dazu braucht es im Wesentlichen einen Prozess zur Erstellung von Prozessen. Der muss geplant sein, es muss nicht so ein strikter Ablauf sein, wie es jetzt hier beispielhaft oder als Icon mehr oder weniger dargestellt ist. Wir müssen diesen Prozess planen, der muss definierte Phasen haben und diese Phasen sind durch unterschiedliche Aktivitätsbündel geprägt, die zwischen denen wir dann jeweils je nach Bedarf hin und her wechseln können. Es geht hier darum, wiederum die jeweiligen Stakeholder einzubinden, das heißt, es braucht ein definiertes Team, das sowohl die handelnden Personen, also die Wissensträger, beinhaltet, aber auch sogenannte Facilitators, die Methodenwissen haben, die also bei der Modellbildung unterstützen und sogenannte Governors, also Leute, die über die organisationalen Rahmenbedingungen Bescheid wissen. Wenn man diese Akteure ins Boot holen kann und bei der Modellbildung einbeziehen kann, dann hat man schon mal einen wesentlichen Schritt hin zu einer Abbildung gemacht, die den organisationalen Rahmenbedingungen und den realen Arbeitsprozessen gleichermaßen genügen kann. Dieser Prozess der Modellbildung an sich ist dann durchaus etwas, was Kreativität bedarf. Es geht ja jetzt dann nicht nur darum, Kästchen zu zeichnen und Verbindungen dazwischen zu ziehen. Es geht tatsächlich darum, eine gemeinsame Sichtweise zu entwickeln und nicht nur den Ist-Stand abzubilden, sondern auch abzubilden, wie denn die Arbeit in Zukunft organisiert sein kann. Und das kann mit Werkzeugen des sogenannten Design Thinkings unterstützt werden, wo es darum geht, in mehreren Schritten, die auch wiederholt durchgeführt werden können, zu verstehen, das ist dieses Empathize, zu verstehen, was denn die Problemsituation oder das Potenzial überhaupt ist, den dann sauber zu definieren, dann nach möglichen Lösungswegen zu suchen, die auszuprobieren, das ist dieses Prototyping, und in der Realität zu testen. Und in jeder dieser Phasen kann es zu Rückkopplungen kommen, nicht nur auf die letzte Phase, sondern beliebig. Das heißt, hier können wir von einer Phase beliebig zur anderen springen und jetzt mal wieder versuchen, neu zu verstehen, was eigentlich das Problem gewesen wäre. Unterstützt wird das durch unterschiedliche Aktivitätsbündel, auf die wir im nächsten Themenbereich eingehen. Im Kern aber jetzt hier dieser Bereich der Analyse und Modellbildung. Hier geht es dann schon im hinteren Bereich um die organisationale Verankerung. Hier geht es darum, die Modellbildung zu validieren bzw. Modelle, die bereits bestehen, auch noch zu optimieren, bevor wir dann in den eigentlichen operativen Betrieb gehen können. So verankern wir in unserem Geschäftsprozessmanagement die Reflexion über und die Veränderung von Prozessen, die wir in der Praxis beobachten, sehen und vielleicht, wo wir Probleme oder Potenziale sehen, und können dann, wenn wir uns auf einen neuen Prozess geeinigt haben, wenn also ein Prozessmodell erstellt wurde, das jetzt abbildet, was in Zukunft sein soll, in die Implementierung gehen. Und jetzt kommt dieser Prozessrealisierungsteil ins Spiel. Es geht nämlich jetzt sowohl um die organisatorische als auch die technische Implementierung des Prozesses. Organisatorische Implementierung, haben wir da vorne schon gelesen,
bedeutet, wir müssen jetzt festlegen, wo in der Organisation der Prozess verankert ist, wer alle involviert ist in der zukünftigen Arbeitsroutine und wie diese Akteure zusammenspielen. Technische Implementierung bedeutet, ist dann auch wiederum hier, bedeutet, welche IT-Systeme notwendig sind, um diese Zusammenarbeit zu unterstützen. Da fügen wir also der sozialen Komponente eine technische hinzu und haben wieder ein gesamtheitliches soziotechnisches System. Und wenn es diese Unterstützung denn gibt, dann ist es auch möglich, aus diesen Key Performance Indicators, die wir vorne oder Gestaltung zugrunde gelegt haben, während des Betriebs und Monitoring Kennzahlen zu erheben. Also was wir jetzt haben, wir haben den neuen Prozess organisatorisch und technisch implementiert. Der kann deswegen in den Betrieb übergehen und während des Betriebs beobachten wir, ob unser Prozess auch so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dieses auch so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, machen wir nicht auf Basis von Gefühlen oder reinen Beobachtungen, sondern wir versuchen das automatisierbar erhebbar zu machen und in Kennzahlen zu gießen, die natürlich eben in Verbindung mit den Geschäftszielen stehen müssen. Wir definieren also jetzt für den Prozess selbst Key Performance und Prozess Performance Indicators, die wiederum in der technischen Unterstützung der Ausführung verankert sein können und automatisch erfasst werden können. Kriegen also für die strategische und taktische Führung des Unternehmens im Geschäftsprozessmanagement sowas wie ein Prozesscockpit raus, wo uns die wesentlichen Parameter unserer Performance im Unternehmen angezeigt werden können. Also können wir uns einen Überblick verschaffen, wie das genau ausschaut. Das sehen wir in den späteren Themen, wo wir uns dann eben genau mit diesem Prozess Controlling und mit der Ausführung nochmal beschäftigen werden. An dieser Stelle reicht es uns zu wissen, okay, das gibt's, das kann man realisieren, das möchte man. Und das möchte man vor allem deshalb, weil das Geschäftsprozessmanagement ein laufender Prozess ist, weil das nicht nach einmal durchlaufen fertig ist, sondern weil es hier zu einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess kommen muss. Das heißt, wenn wir hier bei den KPIs sehen, dass es hier ein Problem gibt, dann muss das nicht bei der Diagnose enden, sondern muss das in Wirklichkeit zu einer erneuten Beschäftigung mit den Arbeitsroutinen führen, also mit der Weltsicht der handelnden Personen. Man muss also versuchen herauszufinden, woran liegt es denn, dass wir mit unserem Prozess vielleicht aktuell nicht die Ziele erreichen. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben, und Wissen oder Vermutungen über diese Gründe anstellen können üblicherweise wiederum am besten jene Personen, die unmittelbar mit der Prozessausführung betraut sind, verantwortlich sind dafür und jeden Tag sehen, wo denn die Herausforderungen liegen. Und damit können wir wieder in diesen Zyklus einsteigen und ein Prozess-Redesign angehen. Und das ist im Wesentlichen alles, was im Rahmen des Geschäftsprozessmanagements an Einflussfaktoren und an Aktivitätsbündeln auf dem Tisch liegt. Was genau diese Aktivitätsbündel beinhalten, das schauen wir uns jetzt dann im nächsten Thema an.